Also ich bin Thomas Stocker, ich bin von Steinhausen. Ich bin Informatiker, Vater von zwei Kindern. Ich bin da, weil ich euch meine Geschichte erzählen möchte. Es ist so, dass ich früher sehr schlank war, sehr sportlich, also als ich in jungen Jahren, sagen wir zwischen 18 bis 23, sehr viel Sport gemacht habe. In Basketball, Karate, Fußball gespielt. Ich hatte vor 9 Jahren einen Schicksalsschlag für mich. Ich habe Nackenarthrose bekommen. Das heisst, ich hatte sehr viele Schmerzen in meinen Schultern, sehr viel Kopfweh. Durch das musste ich sehr viele Medikamente nehmen. Ich war sehr lange in Physiotherapie, was nichts gebracht hat und schlussendlich das einzige Mittel war, Kortisonspritze. Das haben sie alle 3 Monate machen mit mir. Und durch das, muss ich sagen, habe ich sehr viel Schmerzen gehabt und nach 3 Monaten meistens wieder. Und Cortison ist vielen Leuten bekannt, macht zum Teil dick, also es wechselt den ganzen Hormonhaushalt. Ich kann fast nichts machen, also ich habe vielfach dort auch gesund gegessen, aber ich bin immer dicker geworden. Ich habe verschiedene Sachen probiert zum Abnehmen. Ich bin ein Jahr lang ins Fitnesscenter gegangen mit 2 Jungen, die sehr sportlich sind, die mich mitgerissen haben. Und habe dort eigentlich probiert abzunehmen. Den Nachteil, den ich hatte, ich habe vielfach nach dem Training das Gefühl gehabt, ich könnte mich belohnen. Ich könnte etwas essen, das ich darf, weil ich ja Sport gemacht habe. Was nicht wirklich sinnvoll war im Nachhinein. Ich Atkins probiert mit Ernährungsumstellung, das heisst, ich sehr wenig Kohlenhydrate, sehr viel müssen verzichten, also fast nur Salat gegessen und auf Sachen müssen verzichten, wo man eigentlich wie viel Hunger hatte. Aber es hat eigentlich nie habe ich den Erfolg gehabt, oder den grösseren Erfolg, den ich jetzt habe, dass ich maximum 10 Kilo abgenommen habe und die 10 Kilo rein ein paar Wochen wieder drauf gehabt. Und durch das habe ich mir sagen, jetzt ist ein Punkt gekommen mit 150 Kilo, wo ich etwas verändern will, wo ich etwas anders machen will. Wo ich wirklich den Punkt hatte, jetzt muss ich etwas suchen, jetzt muss ich etwas ändern und dann ins Internet bin. Verschiedene Sachen schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Ich habe gesagt, ich mache sicher nichts mehr alleine, weil ich alleine nie den Erfolg hatte. Und ich habe dann verschiedene Ernährungsberatungen angeschaut und Paramediform war immer eine, die mir präsent war durch die Zeitungen, die ich sie gesehen habe. Und wie auf die Webseite kam, habe ich viele Vorher-Nachher-Bilder gesehen, die mich praktisch motiviert haben und mir den Ausschlag gegeben haben, dass ich mich da gemeldet habe, weil ich kann sagen, sie sind spezialisiert auf sehr übergewichtige Leute, die sehr viel Gewicht verlieren wollen, allein nur von den Bildern schon. Und das für mich eigentlich eine riesige Motivation war, ist zu sehen, dass das andere dort arbeiten. Und ich muss sagen, ich mache diesen Schritt und komme da an und mache das erste Gespräch, um wirklich auch vorwärts zu machen. Ich bin zu der Paramediform gekommen und hatte das erste Gespräch und ich muss sagen, ich hatte einen guten Eindruck. Ich habe gesehen, dass sie einen sehr guten Ernährungsplan haben. Und ich muss sagen, ich habe Erfahrung gemacht und jetzt durch das, was sie anwenden, sehr viel herausziehen können, dass ich eigentlich sehr viel essen darf, gesunde Sachen essen. Ich habe sehr viel mitgenommen, wieder, was Kochen betrifft. Also ich darf wieder ausprobieren, ich koche wieder sehr gerne. Gleichzeitig habe ich den Effekt, dass ich abnehmen kann, was eigentlich erstaunlich ist, ohne Minuten Sport. Ich kann sehr einfach abnehmen. Ich kann seit 1. Oktober, jetzt 6 Monate, habe ich 30 Kilo abgenommen. Ich kann weitere 30 Kilo vor in den nächsten 6 Monaten. Und habe nachher praktisch ein Idealgewicht, das mein Traum ist. Ich habe das, jetzt habe ich das letzte Mal mit 15, 16.
merke auch, dass ich von Tag zu Tag fitter werde und jedes Kilo, das ich verliere, lasse mich weitermachen, lasse mich daran kämpfen und motiviert mich weiter, so zu essen, das weiterzumachen und schlussendlich zeigt es, dass in einer kurzen Zeit sehr viel Kilo verloren gehen können, wenn man etwas ändert und etwas macht. Gute Sachen, die ich auch finde, sind, dass ich, wenn ich etwas will oder sehe, was ich will kaufen oder will essen, dass ich frage, was ist denn nicht gut, was ist gut, und ihr lernt einfach wirklich so eine Ernährungsumstellung zu machen und nicht einfach nur eine Diät. Also es ist wirklich etwas, was ich jeden Tag muss leben und muss weitermachen die nächsten 40 oder 50 Jahre, solange ich noch lebe, werde ich das so machen, weil es bringt mir sehr viel und mir geht es viel besser und ich habe etwas gelernt, was Ernährung betrifft.